Sie wurden als unehrenhaft unter den Männern betrachtet. Und in den meisten Ländern wurden sie verachtet und gezwungen, am Rande der Gesellschaft zu leben, weit entfernt von den Hauptbürgern. Es ist keine Überraschung, dass der Beruf des mittelalterlichen Henkers zu den unerwünschtesten Jobs im Mittelalter gehört, zusammen mit dem Blutegelsammler und dem Gongbauern. Gesetzlosigkeit und Kriminalität waren weltweit verbreitet. Im Mittelalter waren Vergewaltigung, Mord, Diebstahl und Ketzerei weit verbreitet und ungehindert. Die meisten Länder versuchen, Strafverfolgung nicht mehr als Privatangelegenheit zu sehen. Die Behörden entwickelten neue Verfahren, um Verdächtige festzunehmen, ohne Opferanschuldigungen abzuwarten. Das bedeutete, sie konnten ermitteln, befragen und ein Geständnis vom Angeklagten sichern. Sobald dieser schuldig befunden wurde, war die Justiz für viele schnell, brutal und gnadenlos. Da viele Verbrecher der Festnahme entkamen, wurden die Gefassten als Exempel genutzt. Was könnte abschreckender sein als eine öffentliche Hinrichtung? Eine der frühesten dokumentierten Positionen eines offiziellen Henkers stammt aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Nicolas Johann erhielt in der Normandie, Nordfrankreich, den Spitznamen La Justice. Die Idee, nur eine Person für alle staatlich sanktionierten Tötungen verantwortlich zu machen, verbreitete sich schnell im restlichen Europa, da die Todesstrafe immer beliebter wurde, um die Städte von Gesetzlosigkeit zu befreien. Wie war es, ein mittelalterlicher Henker zu sein? Lassen Sie uns einen Blick auf das Leben eines mittelalterlichen Henkers werfen. Willkommen bei Mittelalterlicher Wahnsinn. Es ist eine schmutzige Arbeit, aber jemand muss sie erledigen. Wilhelm der Eroberer führte die Enthauptung als offizielle Hinrichtungsform in Vereinigtes Königreich wieder ein. Walef Graf von Northumbria wurde wegen seiner Rolle im Aufstand der Grafen wegen Hochverrats verurteilt und im Mai 1077 auf dem St. Giles Hügel nahe Winchester enthauptet. Die meisten Enthauptungen fanden in der Hauptstadt, im Tower von London und auf dem Turmhügel außerhalb der Mauern statt, da es das Hauptgefängnis für adelige Verräter war. Ab 1485 gab es auf dem Turmhügel ein ständiges Gerüst für Menschen, die nicht unbedingt ihr Land verraten, aber den Herrscher in irgendeiner Weise verärgert hatten. Die Strafe für gewöhnliche Menschen, die des Hochverrats schuldig befunden wurden, war weniger würdevoll und brutaler. Männer und Frauen niedriger Herkunft wurden gehängt, gevierteilt und verbrannt. Kurz gesagt, Enthauptungen erfolgten entweder mit Axt oder Schwert. Der Gefangene hätte verbundene Augen, um die auf ihn fallende Waffe nicht zu sehen und um ein Zucken oder Bewegen zu verhindern. Eine Hinrichtung mit der Axt nutzte einen oft halsgeformten Holzblock. Der Gefangene kniete und lehnte sich vor, sodass sein Hals auf dem Block und der Kopf nach unten gerichtet war. Der hervorstehende Hals bot einen besseren Winkel für den Axthieb. In Vereinigtes Königreich nutzten Waldarbeiter traditionell eine Axt mit einer etwa 50 cm langen und 25 cm breiten Klinge und einem 1,5 Meter langen Griff. Die Person wurde gezwungen, sich mit dem Schwert hinzuknien, oder es konnte im Stehen erfolgen, wenn sie besonders klein war. Die meisten europäischen Schwerter waren über 1 Meter lang und wogen über 1,8 Kilogramm. Die Griffe von Axt und Schwert waren lang genug für den Henker, um beide Hände zu benutzen und maximale Kontrolle zu haben. Das Ziel war, den Kopf mit einem Schlag abzutrennen, was bei korrekter Ausführung eine humane Todesstrafe darstellte. Leider war dies nicht immer der Fall, weil die Wirbel und Muskeln im Nacken stark sind und es möglicherweise mehrere Schläge braucht, um den Kopf vollständig vom Körper zu trennen. Maria Stuart, Königin von Schottland, wurde 1587 wegen Hochverrats während Elizabeth I. Regierungszeit nach einer missglückten Enthauptung hingerichtet. Der erste Schlag verfehlte und traf sie auf den Hinterkopf. Der zweite Schnitt traf ihren Hals, doch erst der dritte vollendete die Enthauptung. Margarete Pohl, die Gräfin von Salisbury, wurde 1541 auf Befehl von Heinrich VIII hingerichtet, weil sie gegen den König intrigiert und den Katholizismus unterstützt hatte. Sie wurde zum Block geschleift und ihr Hals wurde dort gewaltsam gehalten. Der erfahrene Henker war geschickt worden, um nördliche Rebellen zu bekämpfen. Und Margaret war einem unerfahrenen Jungen ausgeliefert, der das Urteil vollziehen sollte. Es war wahrscheinlich so, als würde man dir einen Lehrlingsfriseur geben. Der französische Botschafter berichtete, dass der Jugendliche ihren Kopf und Schultern erbärmlich zerhackt hat. Anscheinend dauerte es 11 Schläge, bevor sie für tot erklärt wurde. Eine Enthauptung ist stets grausig, da die Karotis und Jugularvenen im Hals
bei Durchtrennung Blut spritzen und starke Blutungen verursachen. Es gibt Berichte, dass Augen und Münder von abgetrennten Köpfen sich Postenthauptung bewegen, da das Gehirn etwa 7 Sekunden gespeicherten Sauerstoff hat. Leben am Limit. Das Bild des mittelalterlichen Henkers in schwarzer Robe und Kapuze, der eine Axt schwingt, ist ein gängiges Klischee. Henker trugen selten schwarze Roben. Teilnehmer an Enthauptungen entkleideten sich oft bis zur Taille, um Blutspritzer leichter abzuwaschen. Eine Kapuze für Anonymität zu tragen, war zwecklos. Jeder in der Gegend wusste, wer der Henker war. Es war ein unerwünschter Job. Man glaubte, dass der Henker, ob durch Enthauptung, Hängen oder Verbrennen, eine gestörte Person war, bereit, ein Leben auf Befehl zu nehmen. Ein Sünder ohne Chance auf Erlösung. Viele fanden die Position aufgezwungen, von Vater zu Sohn weitergegeben, weil die ganze Familie verachtet wurde und die Kinder eines Henkers keine ehrliche Arbeit bekommen konnten, da die Zünfte ihnen den Eintritt verweigerten. Einige waren verurteilte Verbrecher, die bereit waren, andere zu töten, um ihr Todesurteil aufzuheben. In fast jeder Kultur wurde der mittelalterliche Henker von der Gesellschaft geächtet und verabscheut. In den meisten Ländern lebten sie mit ihren Familien isoliert. In Frankreich mussten sie einen Mantel tragen, der sie als unehrenhaft kennzeichnete. Sie hatten ihre eigenen Tische und Krüge in Gasthäusern und Pubs, da niemand das von ihnen Berührte verunreinigen wollte. In Deutschland und Straßburg waren sie verachtet, wurden von der Heiligen Kommunion ausgeschlossen und mussten während der Gottesdienste hinten stehen. Selbst ihre Gräber waren von den übrigen Bürgern getrennt. In England erhielt man Entschädigungen, wenn man irrtümlich für einen Henker gehalten wurde. In Spanien wurde das Haus eines Henkers rot bemalt und sein Honorar wurde ihm zugeworfen statt übergeben. Alle fürchteten eine Kontaminierung durch direkten Kontakt mit diesem unehrenhaften Mann. Die Spanier bevorzugten die Garottenstrang-Hinrichtung. Dabei wurde der Gefangene auf einem Stuhl mit hoher Rückenlehne festgeschnallt, ein Metallband um den Hals gelegt. Der Henker würde dahinter stehen und das Band mit einer Kurbel anziehen, bis Erstickung eintrat. Er wurde immer wegen Mordes verhaftet, nachdem er die Tötung ausgeführt hatte. Aber er wurde auch immer angeklagt und dann freigesprochen, weil er, Zitat, Mord im Rahmen seines Amtes begangen hat. Die meiste Arbeit war unregelmäßig und die Henker reisten in einer Region von Stadt zu Stadt, um ihre Pflichten zu erfüllen, sodass ihr Lohn selten genug zum Leben war. Daher mussten sie durch andere Mittel Geld verdienen, etwa durch Steuereintreibung von Prostituierten und Aussätzigen, Latrinenreinigung oder als Abdecker, was das Beseitigen von Tierkadavern von öffentlichen Straßen einschloss. In Dijon, Frankreich, wurde angeordnet, alle in der Stadt gefundenen Schweine zu töten, da dies verboten war. Tatsächlich wurden ihnen alle anderen Aufgaben zugewiesen, die als notwendig, aber auch herabgesetzt und erniedrigend galten. Es gab jedoch auch einige Vorteile. In Paris durfte der Henker einen Teil jeder Getreideladung vom Markt abzwacken, musste jedoch ein Utensil benutzen, um die Kontamination des Getreides durch direkten Kontakt zu verhindern. Sie hatten auch Anspruch auf das gesamte Eigentum der verurteilten Person. Ein Scharfrichter musste seine Arbeit professionell ausführen, um Anschuldigungen der Grausamkeit oder Inkompetenz zu vermeiden. Ein misslungener Enthauptungsversuch, zum Beispiel mehr als 3 Axthiebe, könnte ernste Konsequenzen haben. Unzufriedene Zuschauer haben bekanntermaßen einen ineffizienten Henker attackiert. Wenn er den Angriff überlebt, könnte er finanziell bestraft werden, ins Gefängnis geraten oder aus seinem AMT entfernt werden. Für gewalttätige Verbrechen, die offen begangen wurden, wie Mord, war die typische Strafe. Aber für Verbrechen, die als hinterhältiger, heimtückischer und schlauer angesehen wurden, wie Diebstahl und Hochverrat, war die Strafe oft das Hängen. Die Behörden entschieden, welche Art des Hängens für das Verbrechen passend war. Sollte ein Seil oder eine Kette verwendet werden? Sollte der Gefangene gehängt, gevierteilt und umworben werden? Wie lange sollte der Körper am Galgen zur Schau gestellt und zur Verrottung gelassen werden? Nahezu jede mittelalterliche Stadt oder Dorf verfügte über einen permanenten Galgen für öffentliche Hinrichtungen, meist auf erhöhtem Gelände für bessere Sicht. Es war ungewöhnlich, einen Galgen ohne Skelett oder Leiche zu finden, die als Warnung für andere zurückgelassen wurde. Der Henker würde eine Leiter hinaufsteigen und das Seil an den Querbalken binden. Die Schlinge würde um den Hals des Gefangenen gelegt und er oder sie würde aufgehängt und zu Tode gewürgt.
Man könnte tatsächlich erwarten, dass der Gefangene oder seine Familie das Seil bezahlen oder der Henker es kauft, um es später als Souvenir zu verkaufen oder gegen Gebühr in einer Kneipe auszustellen. Erst im 19. Jahrhundert wurde bei Hinrichtungen die Methode des langen Falls angewendet. Dies war eine humanere Technik, da sie sofort den Hals brach, was den Tod sofort herbeiführte, anstatt den langsamen Prozess der Erstickung. In einigen Fällen ordnete der Richter an, dass der Verurteilte nur durch das schreckliche Gefühl des Hängens diszipliniert werden sollte. Das Seil wurde dem Gefangenen unter den Achseln statt um den Hals gebunden, bevor er aufgehängt wurde. Dies war jedoch riskant, da das Körpergewicht die Brustseile straffen und Erstickung verursachen könnte. Viele wurden tot gefunden, nachdem sie von dieser Bestrafungsart heruntergeschnitten wurden. Ein schmutziges Geschäft. Um sich vor Mordanklagen zu schützen, würde der Henker immer seinen Haftbefehl vorlegen. Eine Lizenz, die es ihm erlaubte, das Todesurteil zu vollstrecken. Heute können wir es unerwünscht finden, dass der Beruf eines Henkers so verachtet wurde. Ein anderes Leben zu nehmen, ungeachtet der Abscheulichkeit der Person, bleibt immer abscheulich. Als Ausgestoßener der Gesellschaft hätte der Henker keine andere Wahl, als ihn durch erniedrigende Jobs zu verdienen, die sonst niemand machen wollte. Der Job des mittelalterlichen Henkers war ein einsames und grausames Leben, aber es war besser, als auf der anderen Seite der Axt zu sein. Hoffentlich gefiel Ihnen unser Video. Abonnieren Sie uns bitte, wir posten wöchentlich neue Videos. Prost!